müssen jetzt zusätzlich rechnen mit Mehrkosten von ca. 30.000 bis 50.000 Franken. Das heisst, wir sind zum Schluss bei 1 Million von der Renovation von dieser ganzen Kirche. Wir hoffen, dass wir dann eigentlich alles gesehen haben, wo wir noch dazukommen oder wo noch sichtbar ist. Willst du noch etwas sagen zu dir? Das ist auch. Das haben wir. Denkt eigentlich erst zu dem, was jetzt konstruktives Problem ist. Eben, wir sind uns nicht ganz schlüssig, wie der Fehler passiert ist. Insgesamt, aber das hat was mit der Baugeschichte zu tun. Das wird sich jetzt hoffentlich im Verlauf von dem Projekt mehr Erkenntnis ergeben. In Frondi haben sie die Bank rausgenommen und eingelagert. Die Böden sind jetzt eigentlich so weit vorbereitet, dass man dann den Feinschliff noch machen kann und wieder neu einölen, bevor man dann das Gerüst rausnimmt. Wir brauchen das Gerüst zum Killen innen reinigen. Man tut innen Killen reinigen vollständig. Man tut während dem Sanieren von der Decke auf der oberen Seite muss man einzelne Stellen von unten, wenn wir hier zugehen, dann können wir vielleicht noch hinschauen, einzelne Stellen von unten müssen wir mit einzelnen Schrauben und Ballendecksteilen tut man von unten hochziehen, dass nicht oben runterfallen können, wenn man oben drauf die Sanierung macht. Das sieht man, wie da der Zusammenhang ist. Zu der Sanierung innen, also zur Reinigung innen, da kommen wir erst, wenn wir oben die vollständige Decke durchsaniert haben. Dann geht man in den inneren Teil ein. Und darüber runter hat man dann beschlossen, Stopp, die Kirche wird geschlossen. Und jetzt seht ihr da die Baudecksteile, die haben den Sinn mit dieser Schraube drin, dass wenn man oben die Sanierung macht, dass dann nicht einzelne Teile Bilder sogar oder Fragmente oben runterkommen. Darum muss man die Sachen, die kommen alle zusammen wieder weg, werden nachher von unten saniert, restauriert. Dann kommen wir hier auf die Überdeckung. Die muss vollständig entfernt werden, dass wir überhaupt eine gewisse Sicherheit haben. Dann wird das Ganze, die Holzlatten werden angebaut und dann mit dispergiertem Kalk vergossen. Hier drin geht es als Armierung, gibt es so ein Wertmaterial. Das ist ein Sisal, das relativ stark ist. Und das gibt nachher den Verbund mit dem alten Putz, der sich über die Holzlatte sich dann wieder stabilisieren und nicht mehr runterfallen kann. Die Schwierigkeit ist eigentlich nicht hier oben, sondern wenn ihr hier oben schaut, wie die engen Platzverhältnisse sind. Hier muss man arbeiten. Man darf aber nie auf den Schaum stehen, weil sonst geht man dann das Loch an. Also das ist eine riesige Herausforderung für die Leute, dass die wirklich nie neben die Türen trampen und den Dreck hinbringen. Hier ist sie sauber. Unten bei dieser Holzschwelle, dort, das war voller Güssel. Ziegel, Abfall, also das war der grosse Güsselkübel früher. Haben sie einfach nur über den Dreck geschäumt und das tun wir jetzt mühsamst ausbauen. Ich würde dazu sagen, dass eben der ganze Güssel oder der ganze Dreck, der da unten innen gelegen ist, durchaus dazu geführt hat, dass eben jetzt die Schwellen da unten abgefault sind. Eben, das war halt zudeckt mit Dreck und da ist die Feuchtigkeit wirklich gehockt. Und dann ist da der PU-Schaum drüber gekommen und dann hat es wirklich ein Paket gegeben, das einfach innen am Faulen war. Und deswegen haben wir jetzt eben die Schäden an der Murschwelle, dass die am Abfaulen ist. Man sieht, damals, wenn es eine schwarze Spur hat, dann weiss man, das hat nicht mehr gegeben, und zwar längere Zeit. Aber sie ist gut da. Jetzt sieht man hier innen, das ist schon dunkel verfärbt. Das hat schon Russansätze, also das hat nicht mehr gehabt. Und da muss es ja heben. Das bestreitet Rosemarie Sutter. Sie ist Mitglied vom Stiftungsrat von der Kirche Kaiserstuhl. Die Stiftung Kaiserstuhl hat ja zum Zweck für den Unterhalt der Kirche besorgt sein. Und jetzt, wo der spezielle Fall getroffen ist von dieser Decke, haben wir von der Kirchenpflege die Aufgabe bekommen,
für die Finanzierung von dem Ganzen zu schauen. Im Januar hat ja die Kirchengemeindeversammlung Ja gesagt zu diesen 940'000 Franken. 470'000 liegen allein in der Kirche auf unserer Seite da. Und wir wollen jetzt mit Spenden oder Aufruf zu Spenden, wenn wir mithelfen, die Kosten zu decken. Zu diesem Zweck haben wir den Flyer neu aufgemacht zu dem neuen Projekt. Wir rufen hier auf, dass man einzelne Quadratmeter finanzieren kann mit 35 Franken im Minimum. Und das steigt dann auf 50 Franken für Streichen oder das Malen auch noch. Und das geht durch bis zu einzelnen Medaillen, die man kaufen kann, sage ich jetzt. Also wo man mitfinanzieren kann. Und am Schluss weiss, da habe ich gezahlt, da bin ich dafür verantwortlich. Das haben wir so aufgelistet in dem Prospekt. Der liegt überall auf. Wir teilen den aber verteilen an Behörden, an Private, an Freunde von der Kirche. Und das wird jetzt die und die nächste Woche passieren. Einmal ein erster grosser Teil und es werden aber noch weitere Sachen folgen. Wir haben vorbereitet, die stellt jetzt Roger Sutter vor. Er ist auch Mitglied vom Stiftungsrat. Genau, so eine weitere so eine Sache, wie das man das genannt hat, ist ein Herbstfest, das wir am Planen sind, von der Stiftung aus. Das Herbstfest, das soll am 21. und 22. September hier in Kaiserstuhl in der Mehrzweckhalle stattfinden. Das Ziel, das wir damit verfolgen, einerseits, dass wir das Anliegen von dieser Dachsanierung einfach mal in der Öffentlichkeit nochmal immer wieder unterstreichen kann. Das ist ein Projekt, das ein Jahr lang läuft. Jetzt kommt mal der Spendenbrief, man hört vielleicht wieder ein Zeitchen nichts mehr, man kann nicht immer präsent sein. Und dann ist vielleicht der Punkt im Herbst, wo man sagt, jetzt wollen wir wieder mal an die Öffentlichkeit gehen, etwas bieten, mit einem Herbstfest eben auf das Projekt hinweisen, natürlich auch ein paar Franken dann verdienen, wo wir in diese Sanierung einbringen und als weiteres Ziel auch eine Plattform bieten für Sponsoren. Weil man sagt, es ist vielleicht noch schwierig für einen Sponsor, etwas an die Kirche zu geben, wo man dann auch sieht, dass er ein Sponsor ist. Also man kann eine Tafel machen, natürlich. Aber vielleicht an so einem Fest kann man auch möglichen grosszügigen Spender eine bessere Plattform bieten, dass sie sich eigentlich quasi sagen können, ich tue Gutes und spreche darüber. Und dann als letztes Ziel ist auch, dass wir das natürlich dann gerade ein bisschen verbinden, sagen wieder für die Region und für Kaiserstuhl wieder mal ein lässiges Fest zu machen. Jetzt möchte ich die Bühne öffnen für Fragen von der Presse oder irgendetwas, was ich ergänzt habe. Ja, könnte ich nicht sagen, ich bin ja. Also wir haben eigentlich vor, ein Benefizkonzert zu machen, jetzt im Verlauf vom Juni. Aber das hat sich jetzt zerschlagen, weil tatsächlich so von dem Termin her ist das einfach, sind wir nicht zu Gang gekommen, weil die Idee gewesen wäre, wir wollten in diesem Ensemble, in dem wir spielen würden, mindestens eins würde sitzen, das einen unmittelbaren Bezug zum Kaiserstuhl hat. Das wäre die Idee gewesen. Das geht jetzt einfach terminlich nicht. Aber ich finde das nicht so schlimm. Wir haben jetzt vor, dass wir vielleicht Ende Oktober würde also etwas denken an ein Benefizkonzert hier innen. Wir müssten das abklären, denn, wie das eben von den baulichen Massnahmen her geht. Was etwas anderes ist, was wir am 1. Juli Sonntag machen wollen, das wäre ein Gottesdienst hier innen, wenn das ging. Und zwar sozusagen ein Baustellen-Gottesdienst. Also ich denke, dass Baustellen und Kirche sehr wohl etwas zu tun haben miteinander. Ich wäre manchmal glücklich, die Kirche wäre mehr Baustelle als etwas Fertiges und für tausend Jahre gemacht. Und das wäre eine gute Gelegenheit, das Symbol zu benutzen, um hier drinnen den Gottesdienst zu feiern. Das wäre eigentlich auch so ein bisschen gedacht. Nein, zeitlich sind wir im Rahmen. Ja, zeitlich sind wir im Rahmen. Aber das Ziel ist immer noch. Am 25. November wird hier mit Trarifara eingezogen. Ist das wieder fertig. Und wenn es nicht fertig ist, dann muss der Herbert Schweiter eine Erklärung bringen. Aber eine gute.